Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ich mit dem iPad Air und der Hilfe der Spracherkennung von Apple meine Texte schreibe. Da ich ja ein körperliches Handicap habe, ist es für mich einfacher, meine Texte per Sprache zu verfassen. Und da ich heute sowieso einen Text schreiben wollte, dachte ich, ich nehme euch mal ein bisschen mit und zeichne das Ganze auf. Wenn man Pages auf dem iPad öffnet, findet man unten links das Mikrofonsymbol. Dort tippt man drauf, dann kann man anschließend zwischen Deutsch und Englisch wählen. Anschließend kann man auch schon anfangen, seinen Text einzusprechen. Meiner sieht so aus. Endstation angekommen bin. Punkt. Das Schreiben hat mir bereits in frühen Jahren Freude bereitet. So hatte mein Religionslehrer damals den Vorschlag, meinen eigenen Blog zu eröffnen, damit ich über das im Leben schreiben kann, was mich bewegt. Das würde mir helfen, Situationen besser verarbeiten zu können. Also habe ich mit seiner Hilfe meinen ersten Blog eingerichtet. Welcher bis heute existiert. Das Veröffentlichen meiner eigenen Publikationen bereitete mir so viel Spaß, dass ich mehr über diese Welt der Publikationen erfahren wollte. Punkt. 2016 hatte ich dann das Glück, einen Praktikumsplatz bei einem großen Fernsehsender zu bekommen. Während dieses Praktikums habe ich dann die Ehre gehabt, einen der bekanntesten deutschen Fernsehmoderatoren
kennenzulernen. Dies war einer der wichtigsten Schlüsselmomente in meinem Leben. Es ist tatsächlich so, dass die Spracherkennung von Apple mittlerweile so gut ist, dass ich kaum noch Fehler verbessern muss. Falls das aber doch irgendwann mal passiert oder ich mich versprechen sollte, kann ich jederzeit die Fehler mit der Hand korrigieren, weil das dann wiederum schneller geht, als den Text nochmal einzusprechen. So kann ich also jederzeit auch mit der Tastatur in das Geschehen eingreifen. So sieht der Text bis jetzt aus. Sollten sich beim Nachlesen noch Fehler finden, kann man die jederzeit ausbessern. Sobald der Text natürlich so weit ist, dass er ebenfalls auf meinem Blog veröffentlicht werden kann, werdet ihr den fertigen Text, den finalen Text, dort lesen können. Auf jeden Fall gebe ich euch nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Bevor der Text komplett fertig wird, beende ich dieses Video hier, weil der Text soll nämlich noch in einem Printmedium veröffentlicht werden. Das Video sollte ja nur zu Demonstrationszwecken dienen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt euch jetzt ein besseres Bild davon machen, was mir die Welt gibt, um mir das Schreiben zu erleichtern. Und dafür bin ich sehr dankbar. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute.